Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir machen weiter mit unserem Spiel. Und was machen wir als nächstes? Ach, Kinder, ich habe schon wieder zu viele Optionen. Können unsere Freundin besuchen. Wir können zu Sweet gehen oder zu den Crashbullen. Was heißt zu Sweet? Sweet ist eigentlich nur... Ah, unsere Karre. Sweet ist eigentlich nur Ammunition, wo wir uns ein bisschen ausrüsten. Und wo wir dann Gebiete erobern lernen. Komm, die Karre des Bruders holen wir mal unsere Freundin ab. Fahren wir mit ihr mal eine Runde in eine Bar. So, da ist sie. What's up, Romeo? Hey, bitch. Let's go eat someplace. You the boss, bitch. Just this You the boss, bitch. Oh, geiles Kompliment. You're the boss, bitch. Oh, bald ab in die Bar. So. In die. The 10 green bottle. Yeah. Bottles. 10 grüne Flaschen. Ich lieb diese romantische Musik. Schön mit Rockstar-Bier, ne? Prost, Freunde. Romeo. So. Can you take me home now? Ja. With so many men, CJ. I hear you. So, das war unser Date. Es ging ja schnell. Kurzes Elend. So, Kollege, verpiss dich hier von ihrer Einfahrt. We should do this again. I'll see you later. Sicher, und dann steigt sich doch jetzt immer wieder die. Da der Fortschritt. Und hinterher kann man dann auch oben mit der in, ne, hier. Aber naja. Das wird sich später ergeben. So, jetzt fahren wir. Doch, wir fahren erst zu den Crashspulen, damit wir damit auch erstmal fertig sind. Dann geht's dann hinterher. Ja, wenn das mein Reifen war, ne, Kollege, ich finde dich. So. Natürlich. Ist mein Licht kaputt? Das ist doch scheiße, komm. Ey, ich wollte das andere Licht auch kaputt machen. Warte, Kollege, ich will mein Licht kaputt haben. Bleib doch stehen. Verdammt. Oh, ich sollte ja auch mit dem anderen mal irgendwo gegenfahren. So, jetzt ist es einheitlich. Ach, jetzt klebt mir wieder so ein Spacko an der Seite, ne? Tschüss. Ah, verschwinde, du Wahnsinnigen! Ah, endlich. Verrückte Welt hier. Ich war das nicht. Nein. So, viel Spaß bei Grey Imports. Carl! Dave! Where are you off to? Shit! Where are you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Na, dann mach's mal gut. Genau, mach dich auf zu den Docks, wo die Ballers einen Deal mit den Russen durchziehen. Und so klug wie ich bin, habe ich mir keine
Dings geholt. Keine Rüstung. Was wir jetzt mal eben nachholen werden. Wo sind die Docks? Ach, weg mit dieser scheiß Legende. Na, guck mal, es liegt sogar auf dem Weg. Dann fahren wir jetzt erst zu unserer Markierung, holen uns unter der Brücke die Rüstung und dann geht's ab zu den Docks. Oh, schöner Sportwagen, aber für unsere Zwecke gerade ungeeignet. Also den, der ja gerade vorher fuhr. Nicht, dass ihr jetzt meint, ich würde einen Sportwagen fahren. Weil das hier ist alles andere als ein Sportwagen. Der fährt sich auch richtig scheiße. Ja, nein, jetzt habe ich schon... Ich war das nicht. Verdammt. Oh, Kacke. So. Schnell weg hier. Der Stern soll weggehen. So. Das ist die Bar von vorhin. Ah ne, ein bisschen weiter muss ich noch. Wartet mal. Ich muss woanders hin. So. Sauber. Und da oben ist jetzt die... Genau. Die wollte ich nämlich haben. Die kugelsichere Weste. So, und jetzt ab zu den Docks. Ach ja, wieder ein bisschen Arbeit für die Cops. Aber wo Tempany recht hat, hat er recht. Die Ballers sind nicht so dumm, wie man sie... für wie man sie hält. Aber das kriegen wir noch früh genug zu spüren. So. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind. Wir machen hier in dieser Mission viel zu viele Nebensachen. Ach, ich habe gar keinen Spray, okay. Oh, die Bullen. Räumen ein bisschen auf. Warum sie den Mann jetzt erschossen haben, keine Ahnung. Ach, das sind die Ballers, okay. Ihr Huren, lasst mein Auto in Ruhe. So. Sind wir auch gleich schon da. Wow, war das knapp. Wir fahren uns der. Oh, boah, ich hasse. Ich hasse dieses Auto. So, jetzt hier links. Und dann sind wir auch schon da. So. Rust und Ballast treffen sich im Lagerhaus. Du musst einen Weg nach innen finden. Och nein, das ist jetzt... Ich weiß, glaube ich, wieder, was das ist, genau mit diesen Kisten, wo man sich hinter verstecken muss und sowas. Bah. Wieder so ein Agro-Taxifahrer. Warte mal. So. Hier
Hier ist noch eine kugelsichere Weste. Gut, jetzt machen wir hier eben. So. Ich traue dem Ganzen hier nicht. What was you saying? Sauber. Ja, komm, lad nach. Haha, ich schieß durch eine Wand und ihr könnt nichts dagegen tun. Herr mit der Muni. So. Haben wir das auch? Stop! We could do business! Fuck you, American! I'm gone! Doing business in America is dangerous! Du steigst nicht in das Auto, Kollege. Aha. Sauber, geschafft. Na. Und ein neues Auto. Sauber, geschafft. Dann würde ich mal sagen, ab zur Grove Street. Die Karre verwahren wir uns da mal. Natürlich. Ist ja nicht mehr feierlich hier. Aber egal. Mission geschafft. Mehr wollte ich nicht. Was zur... Ja! Boah, ihr Huren, mein geiles Auto. Boah. Verschwindet. Lass mich von euch nicht festnehmen. Real cool, homie. Na, real cool, homie. Dreckskerl. Boah, ich hasse euch alle hier. Barbershop, ich kann mir die Haare schneiden lassen. Vielleicht erkennen sie mich da nicht mehr. Fortschritte bei Denise, minus. Warum? Nur weil ich mich jetzt mal einen Tag nicht gemeldet habe? Boah, ekelhaft sowas. Wir können uns ja in der nächsten Folge nochmal bei ihr melden. Wir können auch so viele Dates mit ihr machen, bis sie einfach auch voll ist. Also bis sie nicht mehr genug von uns kriegen kann. Ich glaube, die nächsten Freundinnen, also man kann, glaube ich, mehrere Freundinnen hier finden. Aber die muss man sich suchen. Also die sind an bestimmten Punkten hier auf der Map. Tja, Kollege. Scheiß Auto. Raus. Scheiß Truck. Der Box will. Weil da gibt's ja noch einen, der da hinten um die Ecke steht. Guck mal, die sehen sofort einen Truck, wo vielleicht Diebesgut drin ist. Sofort stürzen sich alle da drauf. So, der müsste jetzt gleich auch wieder repariert sein. Ah, ich mag diese Reparaturgaragen. Billiger als jedes Paint Spray. So. Da. So. Gut, das war's dann auch jetzt erstmal für diese Folge. Ja, in der nächsten werden wir uns dann an... Vielleicht nochmal, machen wir nochmal ein Date mit Denise und werden dann, ja, zu dieser Bandengeschichte mit Sweet fahren. Gut, ich bedanke mich fürs Zugucken, hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!